Und damit seid gegrüßt, lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eggnagun zu einem neuen Part. Nein, nicht zu einem Part, zu den Dwarfen-News für den Monat Juni. Ja, Juno. Ja, dann schauen wir mal, was in diesem Monat so anliegt. Ich mache mir in den letzten Monaten irgendwie keine Notizen mehr. Früher habe ich mir immer Notizen gemacht, habe ich mir immer gesagt, habe ich mir vorher was aufgeschrieben, habe ich mir ein Skript geschrieben. Was willst du denn sagen in den Dwarf-News? Mittlerweile, naja, habe ich da ein bisschen nachgelassen. Ich habe hier aber einen Upload-Plan vor mir liegen, wie ich es auch schon in den letzten Monaten gemacht habe. Schreibe mir nämlich jetzt für jeden Monat einen neuen Upload-Plan, immer über den ganzen Monat gehend, vom 1. bis zum letzten des Monats. Und ja, daran werde ich euch ja mal ein bisschen erzählen, was es so gibt in diesem Monat. Ich werde euch jetzt nicht den Upload-Plan vorlesen, aber ich werde euch so ein bisschen sagen, was ungefähr euch erwartet, was, ja, nicht was an welchen Tagen vorkommt, aber was ungefähr, also welche Projekte denn so starten. Ja, und ein Projekt, was startet im Juni, das ist, das habt ihr schon gesehen, das ist heute, müsste, wenn ich mich nicht komplett irre, der 4.6. sein, steht zumindest so in meinem Upload-Plan, dass diese Dwarf-News hier am 14.6. kommen sollen. Dann wird sie natürlich vorproduziert, damit ihr das dann am 14.6. nicht am 14.6. auch nicht am 24.6. am 14.6. sehen könnt. Nein! Oh, ich dachte, ich werde da reingesogen. Na, das ist ja gut. Dann will ich gar nicht. Oh, ich bin Erster. Das überrascht mich auch. Ja, ein Projekt, was ihr in den letzten Tagen schon erleben durftet. Am 1.6. gleich gab es den 0. Part von Deponia. Ein neues Projekt auf meinem Kanal. Dedelic Entertainment präsentiert die Deponia Trilogie mit einem 4. Teil. Und wir spielen den 1. Teil davon auf der Nintendo Switch Konsole. Die Pokés brauchen sich da gar nicht so rumzukippen. Ich fahre eh drum herum. So, 3. Platz, kriegen wir den hin. So, nice. 2. Platz und 1. Platz. Nice, so muss das sein. Ja, Deponia Teil 1. Wer es noch nicht kennt, der darf es jetzt gerne auf meinem Kanal kennenlernen. Für die Leute, die es schon kennen. Ja. Also nochmal für die Leute, die es noch nicht kennen. Es ist ein sehr großartiges Spiel von Dedelic Entertainment. Ein kleiner Indie-Hersteller, ein kleines Indie-Entwicklerstudio aus Deutschland. Mit so ein bisschen schwarzen Humor drin und ein bisschen, ja, ja, ein Point-and-Click-Adventure, was schon ziemlich lustig ist. Ja, das wird dann in diesem Monat ein wenig gespielt. Ich gebe zu, da hätte ich großzügiger verteilen müssen. Es sind nur 7 Parts in diesem Monat. 7 Parts werden kommen. Ja, von Deponia. Der 7. Part kommt ganz am Ende des Monats. Hätte ich ein bisschen großzügiger legen können. Aber ja, gut. Es gibt auch noch andere Projekte, die gemacht werden müssen. Deshalb müsst ihr erstmal mit 7 Parts von Let's Play Deponia mit dem Zwergenfürst zurechtkommen. Und dann gibt es noch ein Projekt namens Scribble.io. Mit dem Squad namens 4/5. Und da werden auch noch 2 Parts, wenn ich richtig sehe, diesen Monat online kommen. Wo ich mit dem lieben Mordi, mit der lieben Ninilein, mit dem Takeru und dem Kochok als Gast zusammen online
das Spiel Skrillex.io gespielt habe, da kommen relativ am Anfang des Monats die zwei Parts online. Könnt ihr euch schon drauf freuen. Und ja, Dwarf News haben wir jetzt gehabt. Minecraft Anno geht's natürlich weiter. Ja, ein paar Projekte. Also es kenne von jedem Projekt natürlich nur wenige Parts in einem Monat geben. Naja, wenige nicht, aber von manchen Projekten gibt es halt mehrere, von manchen Projekten weniger. Also ich bin schon dran, also ich setze mich da schon dran, dass ich für neue Projekte, die ich in dem Monat rausbringe, also die neu kommen, dass ich da schon mehr Parts reinbringe als für alte, ältere Projekte. Ja. Aber dadurch, dass auch mehrere Projekte gleichzeitig laufen, kann es natürlich jetzt nicht 31 Parts. Kann es nicht. Zumal der Monat Juni keine 31 Tage hat, sondern nur 30. Kann es keine 31 Parts von Deponia geben können. Da es auch relativ schwierig ist für mich, zwei Videos täglich zu produzieren, das wäre ein bisschen viel. Also, ich bin schon froh, dass ich es hinkriege, dass ich täglich produziere. Also, das ist schon Wahnsinn. Also, ja, ist auch nicht selbstverständlich, dass ich das hinkriege, Daily Uploads zu machen. Ja, Super Mario Party, ich bemühe mich, das diesen Monat zu Ende zu kriegen. Da wird es einige Parts noch geben. Naja, wir haben jetzt in Super Mario Party die Partnerparty angefangen. Oh Gott, 9. Platz. Oh, Schreck. Das ist ja schrecklich. Aber ich bin auch Platz 4 in der Gesamtwertung. Ja gut. Super Mario Party, da waren wir stehen geblieben. Ja. Werde ich vielleicht diesen Monat nicht ganz zu Ende bringen, aber wir haben im letzten Monat, Ende des letzten Monats haben wir, also Ende Mai haben wir ein Projekt zu Ende bekommen, das da heißt Pokémon Gelbe Edition. Das nahm doch einigermaßen plötzlich ein Ende, aber ja, es nahm ein Ende. Und da habe ich, ja, da ich das Projekt nach langer Zeit, ich glaube, das war ein 2017er Projekt. 2014 habe ich noch keine Let's Plays gemacht. Ich habe erst Februar 2016 begonnen. Das war ein 2017er Projekt, soweit ich weiß, was wir jetzt endlich mal abgeschlossen haben. Ich wurde lange hinausgezögert. Ja. Und Super Mario Party geht auch. Ist jetzt nicht von 2017, aber Super Mario Party wird auch sehr bald sein Ende finden. In diesem Monat noch ein bisschen fortgeführt. Aller Voraussicht nach wird es diesen Monat noch nicht sein Ende finden, aber es wird seinem Ende nahe kommen. Ja, Deponia, also dieser Monat, der Monat Juni, steht ganz im Zeichen von Deponia. Wie gesagt, 7 Parts. Ist nicht sonderlich viel, da entschuldige ich mich dafür, aber ja. Ist so das neue Projekt auf diesem Kanal in dieser Zeit. Ja, wenn dann Super Mario Party Anfang Juli dann wahrscheinlich und voraussichtlich beendet sein wird, kann man dann auch mal ein bisschen Platz für Deponia bringen. Da freue ich mich sehr drauf. Also Deponia freue ich mich sehr drauf, das zu spielen und das zu veröffentlichen für euch. Und wenn dann noch ein Platz zusätzlich frei ist, kann man die damit ausfüllen. Ja, Pokémon Y wird auch weiterlaufen. Und Y ein Projekt, was nicht so bald beendet sein wird, aber ja, auch eher nebensächlich läuft, ja, als beiläufiges Projekt geführt wird. Ja. Der Lego Movie Video Game natürlich. Für die Leute, die es gucken. Und auch für die Leute, die es nicht gucken.
Das läuft diesen Monat auch natürlich weiter. Da gibt es, glaube ich, ein paar Parts. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, man kann da jetzt nicht. Man kann halt von jedem Projekt nur begrenzt wieder. Man hat da nur begrenzte Möglichkeiten und kann begrenzt viele Parts raushauen. Man will ja auch, dass andere, alle Projekte irgendwie, zumindest alle laufenden und nicht eingefrorenen Projekte, irgendwie in gewisser Weise drankommen. Ja, dann sehe ich hier noch. Ja, nix. Eigentlich nicht sehr viel. Pokémon Let's Go Evoli sehe ich hier noch. Und Let's Go Evoli gibt es auch ein paar Parts. Da wird es weitergehen. In Pokémon Let's Go Evoli muss ich sagen, da nähern wir uns langsam dem Ende entgegen. Langsam, sage ich. Also wird nicht diesen Monat, wahrscheinlich auch nicht im Juli sein, aber das, ja, rechnet mal damit, dass das, ja, ich würde jetzt mal schätzen, im August, ja, grob geschätzt, im August wird das sein Ende nehmen. Das war dann zumindest, also, so wie ich es jetzt denke, wenn ich so mal ein bisschen hochrechne, wie die Projekte laufen. Das war dann im November, wenn ich richtig gesehen habe, Ende November, kommt es dann, kriegt man Schwert und Schild raus. Das, wenn dann Ende November man Schwert und Schild rauskommt, das war dann Pokémon Let's Go Evoli beendet haben werden. Also Ende November bin ich mir sicher. Also das kann ich euch fast garantieren. Also ich will noch nichts versprechen, aber das, da bin ich mir fast todsicher. Also Ende November wird, wir reden jetzt hier gerade von Juni, Juli, August. Ja, eigentlich schon ein bisschen zu viel vorausgedacht. Aber ja. Ende November stehen wir dann hoffentlich mit Pokémon Y noch. Pokémon Y wird dann doch am Laufen sein. Naja, Ende November, obwohl, ja. Das weiß halt noch nicht, wie oft ich dazu komme, da neue Parts hochzuladen. Das kann ich mir nicht sagen, aber guck mal, Let's Go Evoli wird dort beendet sein. Super Mario Party wird auf jeden Fall im November schon beendet sein. Ja, Pokémon Y vielleicht auch in den letzten Zügen. Und ich vermute generell, sehr viele Projekte, die jetzt am Laufen sind, werden im November dann schon, ja, den End, im Endstadium sein, dass wir dann mal, ja, uns Neuem widmen können. Gerade auch zur Weihnachtszeit, ja, Richtung November, habe ich da auch noch einiges geplant. Da kommen bestimmt auch noch einige neue Projekte raus, die man vielleicht auf dem Kanal bringen will. Und ja, mal schauen. Also wir müssen jetzt nicht schon die Dwarf News für den Monat November vorausnehmen. Aber das ist jetzt hier nur mal eine grobe Orientierung. Ich kann es euch noch nicht sagen, aber das ist jetzt hier so mal die Planung aus momentaner Sicht. Wird sich im nächsten Monat wahrscheinlich noch ändern. Bei den letzten Dwarf News, beim Dwarf News für den Monat Mai, sagte ich ja auch schon, Pokémon Gelb dauert noch ein bisschen. Hat sich dann anders herausgestellt. Ich ging dann davon aus, dass Pokémon Gelb noch bis Ende Juni reinreicht. Deshalb, ja, kam Deponia jetzt doch relativ überraschend. Das hatte ich eigentlich erst für Anfang Juli geplant, aber dann, ja, wurde halt der Platz frei und dann habe ich gesagt, komm, nächstes mit rein. Und dann, jo, Platz 6, ach verdammt, naja, man kann halt nicht gleichzeitig reden, Themen des Monats besprechen und gut fahren. Ja, vielleicht gibt es zwischendurch noch ein, zwei kleine Specials, mal schauen, was sich so anbietet. Zwischendurch kommt mal irgendwas. Das ist ja so ein Upload-Plan, den ich jetzt geschrieben habe, dieser vorausgeformulierte, so war der Satz, so war das Wort, der vorformulierte Upload-Plan für den Monat, ist immer nur ein Richtwert. Da kann sich noch zwei, drei Sachen dran ändern, wie schon öfters gesagt.
Ja, und was soll ich sagen? Ja, jetzt hätten wir uns eigentlich schon die Ergebnisse angucken können. Ich gucke mir nochmal die Highlights an hier in dieser Runde. Ja, hübsch. Au. Kinoreife Highlights. Ja. Und dann würde ich sagen, Monat Juni, ganz im Zeichen von Deponia. Vielleicht noch den ein oder anderen Special, ein oder zwei Special-Videos gibt's vielleicht. Dann werde ich mal ins Auge fassen. Vielleicht gibt's da was Tolles. Ansonsten die Projekte, Minecraft Arno und so weiter. Ergebnisse, würde ich sagen. Wir Highlights Video bearbeiten. Ergebnisse. Ja, ich habe auch nichts mehr zu sagen. Das waren die Dwarfs für den Monat Juni. Ja, schauen wir uns die Ergebnisse an. Ist nicht viel mit Ergebnissen. Ich bin auf dem 6. Platz, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Na dann. Lasst einen Däumchen nach oben da, sollte es euch gefallen haben und solltet ihr hervorragend informiert worden sein. 2916, ja, das wird mein neuer PIN-Code, nicht. Ja. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und ja, kein weiteres Video mehr mit dem Zangenfest verpassen wollt. Oh, wieder ein neues Fahrzeugteil. Das geht ja jetzt hier jeden Part zu. Und ja, hab's noch einen angenehmen, frostigen Tag. Man sieht sich bei den nächsten Dwarf-News im Monat Juli wieder. Hoffentlich nicht. Man sieht sich hoffentlich schon zwischendurch auf meinem Kanal wieder. Ich habe euch ja jetzt angekündigt, was ihr so auf meinem Kanal in diesem Monat sehen könnt. Man sieht sich bei einem dieser Projekte, bei einem dieser Videos auf meinem Kanal wieder. Hoffentlich. Bis dahin. Man sieht sich. Haut rein. Ciao, ciao.